Hallo und herzlich willkommen bei Yoga mit Helen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Helen und ich zeige euch heute, wie ihr Schritt für Schritt in die Krehe Krakasana kommt. Krakasana lehrt uns, auf unseren Händen zu stehen. Das heißt, wir brauchen natürlich auch etwas Schulterkraft, wir brauchen aber auch ganz viel Vertrauen in uns, dass wir uns wirklich zutrauen, das Körpergewicht in unsere Hände zu bringen und das Herz dabei weit nach vorne zu öffnen. Was ihr dafür braucht, eigentlich nur eine rutschfeste Yogamatte und heute, weil wir auch eine Vorbereitung für die Krehe machen, auch einen Block. Wenn ihr keinen Block zu Hause habt, nehmt einfach einen Duden oder ein dickes, großes, anderes Buchmaterial, das ihr einfach erhöht stehen könnt auf einer festen Unterlage. Ja, und dann geht's los. Bevor wir gleich in die Krehe Krakasana gehen, gehen wir einmal in die Hocke Malasana. Das heißt, ihr bringt die Füße etwas nach außen, Körpergewicht in eure Fersen, die Oberarme vor eure Knie und ganz wichtig schon hier, hebt das Brustbein, hebt das Herz und rollt die Schultern zurück. Ist auch mit das Wichtigste nachher in der Krehe Krakasana, dass ihr euch richtig traut, nach vorne zu gehen. Wenn eure Fersen jetzt nicht am Boden sind, überhaupt nicht schlimm, dann könnt ihr euch gerne eine Decke nehmen, gerne auch so zu einer Rolle. Nehmt euch die Rolle unter eure Fersen, sodass ihr auf jeden Fall unter eure Fersen habt, so richtig Widerstand von unten. Und dann wieder von hier Oberarme und vor die Knie, Knie gegen die Oberarme, so ein bisschen Spannung aufbauen. Handflächen zusammengeben und hebt das Herz, hebt das Brustbein. Atmet hier und dann bringen wir die Hände auf den Boden. Und zwar so, dass die Daumen zueinander zeigen, die Finger ganz leicht zueinander zeigen. Also nicht Finger gerade nach vorne, leicht zusammen. Und dann löse ich jetzt einmal die Decke. Wir kommen mit dem Gesäß einmal hoch in Richtung Decke und ich bringe die Knie von außen in den Weichteil der Schultern. Hebt das Herz weiter nach vorne, bring erstmal nur das Gewicht nach vorne. Also Herz nach vorne, Blick nach vorne, Gewicht in die Hände. Und dann kommen wir langsam wieder zurück, ruhen uns hier aus, gerne wieder die Decke unter die Fersen nehmen, Malasana. Habt ganz viel Vertrauen in eure Hände, habt ganz viel Vertrauen in euch. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir nehmen den Block und bringen jetzt mal unsere Zehen auf den Block. Bringen die Knie etwas zur Seite, die Hände wieder gleiche Ausrichtung, Daumen zueinander, die Finger leicht zueinander, Herz heben. Wir kommen etwas höher mit dem Gesäß hoch in Richtung Decke wieder und dann bringe ich wieder die Knie weit nach oben. Hebt das Herz und bringe jetzt mal einen Fuß vom Boden und dann auch mal den anderen Fuß, nicht weiter. Und dann ganz langsam wieder zurück. Wir bleiben mal hier und dehnen die Handgelenke einmal in die andere Richtung. Schütteln einmal kurz aus. Und dann legen wir den Block wieder zur Seite. Malasana, die Hocke. Und dann gehen wir einmal vollständig in die Krehe hinein. Also Hände wieder auf den Boden, Daumen zeigen sich an, Vertrauen in eure Hände und drückt die Hände richtig in den Boden. Richtig Kontakt der Erde hier spüren. Wir heben das Herz, bringen die Knie weit nach oben, so weit wie es geht. Herz weiter nach vorne, heben einen Fuß vom Boden, wer kann noch den zweiten. Große Zehen zusammen und schaut nach vorn. Und dann langsam wieder zurück. Ausruhen. Malasana. Das war die Krehe Krakasana und wie ihr Schritt für Schritt in sie hineingehen könnt. Lasst euch dabei Zeit, nehmt euch ganz viel Raum für eure Praxis, damit ihr Schritt für Schritt auch wirklich in diese Übungen hineinwachst.
schulterkraftmäßig, vertrauensmäßig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es gibt weitere Videos auf www.yogibar.de und auch auf Facebook. Und ich sage hier erst einmal an dieser Stelle Namaste und vielen Dank fürs Mitmachen.